Das wilde Gewusel fängt schon an. Das ist der Südeingang. Wir bewegen uns aber zum, ich glaube, das war der Osteingang. So, herzlich willkommen zu meinem allerersten Vlog ever von der Gamescom 2018. Ich hoffe, ich kann euch ein paar interessante Sachen zeigen, die ich so gesehen habe. So, und hier geht es erstmal durch den Business-Bereich. Rechts ist der europäische Indie-Bereich vor allem zu sehen, links der große Blizzard-Booth. Wirklich abfilmen dürfte man natürlich nichts, da im Business-Bereich dies verboten ist. Das wurde hier im Zwischenbereich aufgenommen, zwischen den Entertainment-Teilen und dem Business-Bereich. Ja, aber ich hoffe trotzdem, dass ich euch einiges Interessantes zeigen kann, wie zum Beispiel hier die Stuhlkollektion Sidness von Topstar. Endlich mal ergonomische Zockingstühle. Hier sehen wir zum ersten Tag die Hallen, die dafür, dass eigentlich nur Presse- und Fachbesucher rein dürfen, verdammt viel schon los ist. Aber das erwähne ich später auch nochmal. Das ein oder andere konnte man natürlich sich anschauen und auch anzocken, wie zum Beispiel hier bei Bandai Namco ein paar Anime-Lizenzen, Fighting Games, wo mir auch das ein oder andere sehr gut gefallen hat. So, natürlich kommt man am Presse-Fachbesuchertag etwas besser durch die Hallen wie bei den befüllten sonstigen Gängen der Gamescom, wie sie die anderen kennen. Dennoch finde ich es dafür, dass auch Berichterstattung eigentlich vonstatten gehen sollte. Es ist verdammt viel los. Dafür sieht man aber auch den ein oder anderen Internet-Prominenten. Da hatte ich auch ein bisschen Glück, wie ihr gleich sehen werdet. Hallo, Kleinkopf. Das sind alle zusammen. Danke, war gerne. Natürlich darf Halle 5 mit den vollgefüllten Merchandise-Artikeln nicht fehlen. Es gab auch hier die geile Figurenausstellung von ein paar mehr exquisiteren Modellen, die, glaube ich, jeder von uns gerne sich ins Regal stellen würde. Oh, Snake! Das war natürlich einer meiner persönlichen Highlights hier auf der Messe, den Simon zu treffen. Und ja, dann hat man natürlich auch wieder viel VR gesehen. Sachen, die wir seit Jahren beobachten können, die ja noch in den Kinderschuhen steckten, werden immer ausgereifter und hoffentlich irgendwann mal zugänglich für den Massenmarkt. Bis hin zu Flugsimulatoren gab es eigentlich jede Spielerei für den VR-Markt zu entdecken. Hier diesen Luftkanal-Simulationen. Oder hier das Hologate mit bis zu 4 Leuten zusammenspielen, sei es Shooter oder Rhythm Game, alles eigentlich mit dabei. Und somit neigte sich dann der erste Tag schon dem Ende hinzu, aber man konnte schon eine Tendenz dazu sehen, dass dieses Jahr sehr, sehr viele Menschen da sind. Aber die Aussteller kleinere Ständen in den Entertainment-Teilen sowie im Business-Bereich bereitstellten. Auch viele Hersteller waren leider gar nicht wirklich persönlich vertreten, sondern waren mehr von PR-Managern im Business-Bereich in kleinen Multi-Booths drin mit reingesteckt. War ein bisschen komisches Gefühl, da ich letztes Jahr auch schon von vielen hören musste, dass es eben weniger geworden ist. Guten Morgen am Tag 2 der Mittwoch. Ja, hier werden schon die ersten Massen durchgelassen. Es ist ungefähr 8.45 Uhr und es war schon eine brachiale Masse an Menschen am Mittwoch vor Ort. Das haben auch viele von den YouTube-Influencern auf Twitter verlauten lassen. Es hat sich für viele angefühlt, als wäre es schon der typische Gamescom-Samstag. Das sind Massen, Massen und Massen.
Es waren so viele Massen, dass kurzerhand auch schnelle Zwischengänge für den Businessbereich abgesperrt worden sind, wo Presse sonst den schnelleren Zugang hatten. So viel war da schon los. Ich bin mir nicht sicher, ob man mich hören kann. Check, check. Check, check. Mittwochmorgen, das Chaos ist los. Ich weiß nicht, warum ich mich hier in den Family-Bereich stelle. Aber hier sieht man so schön viele Leute reinlaufen. Und gestern habe ich leider ein paar Aufnahmen verkackt. Deswegen hoffe ich, dass ich heute mal bessere Aufnahmen bekomme. Schauen wir uns mal das Chaos heute an. Jawohl, das ist auf jeden Fall schon auf meinem Wunschzettel. Ein richtiges Mikrofon für die Zukunft. Hier sehen wir einen kleinen kompetitiven konsolengeschichtlichen Vergleich vom NES bis hin zu den neuesten Konsolen. Hier aber auch in meinem Lieblingsbereich, dem Retro-Bereich, eine andere Art von kooperativem Spieleverhalten unter männlichen Erwachsenen. Und hier kommen wir zu einem anderen persönlichen Highlight. Hier sehen wir den jungen Herren Walt Kidd mit sehr geiler Chiptune-Musik. Schaut bitte rein bei ihm. Links unten in der Videobeschreibung. Ich habe ein Album veröffentlicht, das heißt Into the Vault, und da spiele ich euch ein paar schöne Lieder draus vor. Dabei bin ich nicht mal der größte Elektro-Fan, aber dieses Chiptune-Zeug ist halt einfach nerdy as hell und ich liebe es. Und die Mucke von dem Typen so oder so. Deswegen Shoutout nochmal an Walt Kidd. Zieht's euch rein. Link unten in der Videobeschreibung. Allgemein gab es im Retro-Bereich sehr viel Variation, die ich sehr geil fand. Ganz abgesehen vom Retro-Feeling an sich. Und es gab ja halt auch allgemein einfach viele interessante Sachen zu sehen, da Bildschirme einsichtig waren für alle. Nicht wie in den unteren Hallen, wo das meiste hinter verschlossenen Türen passiert ist. Auch für die normalen Besucher. Und hier eine supergeile Minispielsammlung für den kompetitiven Retro-Player. Mit einem sehr, sehr geilen LED-Display. Fand ich auch wunderschön anzuschauen. Natürlich dürften bestimmte Größen nicht fehlen, wie zum Beispiel ihr Hand of Blood Trinix am Fortnite-Stand, am Axt-Basteln. Oder wir hier, ein persönliches Highlight auch nochmal, ein Moin Moin mit Etienne. Und Colin von den Rocket Beans. So, das hier ist der Start vom dritten Tag. Ich habe nicht umsonst die Uhrzeit noch gleich mit angegeben, nämlich ungefähr 8:55. Auch es sind nur Presse und Fachbesucher zugänglich zu den Hallen. Ich spurte durch die Halle, da ich mir sehr gerne noch einen Spieletitel privat ansehen wollte, weil ich im Gespräch nicht die Möglichkeit hatte. Ich will nur echte Fotos haben. Es ist cool, wenn die Leute reinschauen. Aber
Und hier sehen wir noch den großen Abenteuerspielplatz von Fortnite, der eigentlich als Messestand dienen soll. Nun ja, was soll man dazu wohl noch sagen? Und dabei konnte man Fortnite nicht einmal normal anspielen, da es durch die USK-Absetzung mittlerweile auf 16 gestuft worden ist. Super, die jetzt hier gleich einstellen werden. Weil die dürfen, glaub ich, ja, wer von denen hat wohl die Tüte gemacht? Wir wissen es nicht. Vielleicht finden wir es noch raus. Geh dann mal. Schöne Degen rüber. Zum Mitnehmen. Also zum Bestellen. Regenbögen zum Mitnehmen oder zum Einbauen, wie man es sehen möchte. So, mal zurück, jetzt bitte stell dich auf. Hier ist der Ponyhof, der streamt wirklich. Das ist hier Casey. Mal sehen, ob er kurz reagiert. Seht ihr, ich muss auch sagen, ich fühle mich hier und da bescheuert, wenn ich irgendwelche Streamer, Influencer, auch Twitch-Leute irgendwie anlaber oder angucke, weil die sind eh irgendwo beschäftigt. Und die versuchen natürlich alle zu... Hallo! Das ist ja denen ihr Job. Eben nicht. Also irgendwie noch nicht geschmolzen. Ist hier der Außenbereich neben Halle 8, ist das? Der wird aber nicht mehr lange dauern und wird hier alles überfüllt sein. Definitiv. Definitiv. Aber ich glaube, dann mache ich jetzt erstmal die Kamera aus und schnabuliere etwas. Da Essen so eine Menschsache ist, habe ich mitbekommen. So abgehoben. Diese Menschen, die essen und trinken und Kreislauf haben. Und natürlich gab es dennoch das ein oder andere Interessante zu sehen, aber die Gamescom ist mehr eine Convention wie eine Messe. Aktuelle, interessante Titel darf man nicht zeigen, da die NDAs dies verbieten. Das heißt, die Berichterstattung ist sehr plump. Es ist mehr ein schönes Treffen und Zusammenfinden von Begeisterten von Games und deren Branche. Gott, ist das hell hier. Kann mich selber kaum sehen im Display. Versuche meine Glotzböppel aufzureißen. Ja, für mich ist das grundsätzlich mein letzter Tag jetzt an der Gamescom gewesen. Es ist Donnerstag, Vorabend, früh genug, um rauszugehen. Ein paar nette Impressionen. Ich werde mir dann wahrscheinlich nochmal erklären im Video, wie ich das so gefunden habe. Wie ich schon erwähnte, es ist halt sehr schwer, wirklich interessante Sachen zu zeigen aus dem Pressebereich. Die Sachen werden schlagartig auf euch einhageln, sobald die NDAs fallen gelassen werden. Soweit ist die Gamescom eben eine nette Convention. Viele Gleichgesinnte können sich treffen. Streamer, YouTuber, Let's Player können sich mit ihren Zuschauern austauschen. Man kann sich mit Freunden treffen. Ich glaube, dafür steht auch die Gamescom eher, wie auf das reine neueste Spiel zu entdecken. Nochmal sehr geil an die Mucke von WaltKit hier ein Shoutout. Bitte schaut in die Videobeschreibung. Haut euch mal die Mucke rein. Er ist, glaube ich, auf Bandcamp, auf Soundcloud, auf YouTube natürlich. Ja, ich freue mich, wenn ihr bei mir auf dem Twitch-Kanal vorbeischaut, wenn ich das nächste Mal live bin. Und soweit, ciao, bis zum nächsten Mal.